Also Leute, das ist Station Nummer 1. Hier ist tatsächlich das erste Haus, wo ich gelebt habe. Der neue ist jetzt ja quasi schon in Treptow. Hier ist ja, hier siehst du es, das war die Mauer. Hier war ich so bis 6, 7, dann sind wir von 36 nach 61 gezogen. Ich habe ihn gerade einfach angesprochen, er spielt Posaune, er läuft hier rum, hier laufen viele Leute mit Instrumenten rum. Jo Leute, ihr seht eine neue Folge von Cluster. Ich bin diesmal mit Saints Madison. Die Jungs bauen Beats und machen live Fingerdrumming. Was das ist, zeigen wir euch. Wir bauen ein Beat zusammen und die spielen auch Support am 6.4. im Festsaal Kreuzberg. Kommt mit. Wir sind Saints Madison und seit 167 Tagen im Cluster. Wir können dir ja auch mal was zeigen, wo wir direkt auch schon was Kleines draus gebastelt haben. Hier ist es ein Beispiel für einen fertigen Beat bereits. Wunderschönes Sample. Ah, geil. Und im Grunde, ich glaube, bei so einem Ding macht sich der Beat dann quasi eigentlich schon von selbst. Geil. Bei dem ist es halt relativ offensichtlich, ne, wie man aus dem Sample zu dem Beat kommt. Ja, Vinyl knistern immer Gold. Oh, kurz Pause. Finde ich jetzt schon richtig geil. Ich kann mir auch schon direkt so düstere, schwere Drums vorstellen. Aber finde ich schon ein bisschen zu träge für was ich machen will. Ich glaube, ich hab so Bock, weißt du, wenn man euch live sieht, ihr seid auch so beide am Headbang und sonst was. Lass mal so ein bisschen, wo man so ein bisschen dieses Hip-Hop, Kopfnicker ein bisschen mehr rauskitzeln kann. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt, Alter? Ich glaube, das ist dann tatsächlich eher durch Zufall von Social Media so entstanden. Ich habe vorher immer diese Sticker gesehen, hört mehr PTK. Und die sind bei mir im Wedding überall gewesen und ich dachte mir, ach Mensch, jetzt kleben unsere Sticker neben deinen Stickern und habe dann einfach mal so geschrieben, so von wegen, hallo, sind wir vielleicht Nachbarn? Ich weiß nicht, wie es dann weitergegangen ist, aber du hast dann relativ schnell gesagt, ist ja spannend, was ihr macht. Was macht ihr denn? Im Grunde machen wir eigentlich Oldschool Boom-Bap Instrumental Beats und haben uns dann relativ früh gedacht, was sollen wir machen, damit das Ganze irgendwie live auch spannend rüberkommt. Und ich bin schon seit 12, 13 Jahren oder noch länger Fingerdrummer und hatten dann die Idee, dass wir dann eigentlich die eigenen Beats, die wir produzieren, dann irgendwie in eine Live-Show verpacken, die ein bisschen mehr ist als einfach ein DJ, der auf Play drückt und ein paar Cuts dazwischen macht. Genau, weil ihr spielt ja nicht den Beat ab, wie ihr ihn schon gebaut habt. Genau, genau. Sondern es ist eigentlich jedes Mal eine einzigartige Sache, weil es ist zum guten Teil improvisiert. Ich spiele die Drums live, heißt Single-Shot-Samples. Ich drücke einmal, es kommt eine Bassdrum, ich drücke einmal, es kommt eine Snare. Davon kommen dann halt sehr viele Drücke pro Song und Shami spielt dann dazu die Samples. Das heißt, wir teilen den Beat eigentlich quasi auf in einmal Drums und alles, was nicht Drums ist. Genau. Genau. Und dadurch können wir quasi live eigentlich das Tempo variieren, können immer wieder neu zusammensetzen, die Songs auch ewig länger machen, die Songs viel kürzer machen. Struktur verändern. Richtig, sowas richtig. Alles. Wir hätten hier so ein italienisches Sample aus den 70ern. Das finde ich geil, aber auch noch zu langsam. Man kann es bestimmt ein bisschen schneller machen. Ja, definitiv, definitiv. Also gerade wenn man da jetzt so was Getragenes, so Halftimiges hat, die Sachen, die klingen noch mal ganz anders. Wenn du da am Pitch ein bisschen drehst und die gleichzeitig 10 BPM schneller machst, klatscht das ordentlich rein. Wollen wir mal mit dem gleich, dass er mir das mal zeigt? Weil vielleicht ist es vom Vibe schon sowas. Ja, klar. Erstmal den Loop finden. Das ist der Startpunkt. Du hast dir quasi jetzt den Teil genommen, für die Leute, die das ganze Fachjargon nicht wissen, den wir jetzt wiederholt
Genau, das ist der Teil, aus dem schnipseln wir uns jetzt die einzelnen Noten wieder raus und setzen die zu einer neuen Melodie zusammen. Dann können wir jetzt hier erstmal sagen, es muss noch tiefer auf jeden Fall, damit es irgendwie ein bisschen mächtiger kommt. Und jetzt müssen wir damit einen Time Stretch ran. Ich zerlege das Sample jetzt in seine einzelnen 16 Noten. Und dann hast du auf jedem Knopf ein Teil. Ja, und kann schon eine andere Melodie. Ja, witzig. Okay, so kriegt man ein Gefühl dafür. Also den Melodieteil hätten wir. Wie würdet ihr jetzt normalerweise weiter fortschreiten? Was bei uns einen ganz großen Teil ausmacht, ist dem über zusätzliche Percussions und Atmos, Soundscapes nochmal so ein bisschen Leben geben. Ihr kreiert dann selber Sounds, die ihr da noch mit reingibt sozusagen. Genau, genau. Und sowas machen wir natürlich auch gerne dann draußen über so, dass wir Percussions auf irgendwelchen Gegenständen machen, irgendwo mal ordentlich gegentreten. Ja, dann lass es doch machen, weil die Idee war ja auch, dass wir so einen Song machen jetzt für das 36-Jahre-Konzert, wo ihr auch spielt. Und wenn wir schon was zusammen machen, dann habe ich mir gedacht, eh bei so einem Hip-Hop-Tempo, Hip-Hop-Beat, zu dem Anlass, dass ich irgendwas so Flashbacks-mäßiges mache. Und wenn du jetzt sagst, geht eh mal raus und so, haben wir eh schon mal gequatscht, dann ey, lass doch mal gucken, Orte, die mir was bedeuten zu dem 36-Jahre-Kontext. Vielleicht irgendwie meine erste Hood oder so und dann da irgendwelche Klänge einfach mitnehmen oder was? Ja, ja, dann hast du die quasi auf ewig in dem Beat konserviert. Ja, mit geil, drin. Dann lass es machen. Aber was nach was suchen wir jetzt genau? Also schon sowas wie ein Zaun mal, eine Tür, irgendwie ja, sowas? Wir suchen zum einen nach Sachen, die nach einem Schlagzeug klingen, eigentlich, um unseren Schlagzeugsound damit noch zu unterlegen, damit er ein bisschen mehr unique wird, mehr nach genau nur nach diesem Beat klingt. Dann, dass das Ganze so ein bisschen organisch wirkt, so Atmosphären, Übergänge. Also ich sag mal, würden wir das mit dem Fingerdrumming nicht machen, würden wir wahrscheinlich auch, wären wir nicht dabei geblieben, so konsequent weiter zu produzieren und immer wieder zu releasen, weil da eigentlich so von diesem Live-Aspekt, ich glaube, das wirst du so unterschreiben können, da kommt eigentlich die Energie zurück, die man in eine Sache reinsteckt. Ey, voll live ist für mich auch, das wusste ich auch nicht, als ich angefangen habe mit Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat erstmal so Texte geschrieben, hat vor sich hingerappt, hat die für sich aufgenommen. Bei uns war das jedenfalls so, man hat es noch nicht so in die Welt geschrien. Dann hat es sich ein bisschen verbreitet auf dem Schulhof, irgendwann sagen Leute, das cool ist. Aber dann hast du erst so nach ein paar Jahren, jedenfalls in meinem Fall oder unserem Fall, hattest du erstmal so die ersten Auftritte. Und dann habe ich gemerkt, Digga, das ist das Allergeilste am Musik machen. Also für mich persönlich, ich kenne auch Rapper, auch sehr bekannte, die feiern das gar nicht so oder die machen es auch gar nicht so gerne. Für mich ist so, ich will nur noch live spielen. Ich finde das das Allergeilste, weil ich halt eine direkte Wirkung habe. Ich sehe, dass Leute schon mitrappen können, selbst wenn der Song neu ist. Also du dieses Zelebrieren von dem, was du da machst, ist einfach live das Fetteste. Deswegen ja auch spannend, weil ein Producer, so wie ich es kenne, ist sonst so der Nerd. Ey, kein Disrespect an Nerds oder Producer, aber so die Leute hinterm Rechner, die meistens auch nicht so extrovertiert sind. Und dann das halt live zu machen, finde ich mies spannend. Warum macht ihr das zu zweit? Man könnte es auch zu viert machen oder was? Oder ist es einfach so, das sind so die zwei Main-Elemente, die man braucht? Oder? Also man könnte es natürlich auch noch mit mehr Leuten machen. Mhm. Es gibt auch so Gruppen auf Europa verteilt, jetzt gar nicht so viele. Also es ist eine ziemliche Nische so. Aber es gibt auch Leute, die machen das dann zu dritt oder zu viert. Die haben dann noch einen DJ dabei. Wir treten auch manchmal mit DJ noch zusätzlich auf. Machen es mehr Leute aber alleine? Oder? Es machen mehr Leute, viel mehr Leute ganz alleine, als es Leute als Team machen. Mhm. Aber ich sehe den großen Unterschied da drin, dass wir uns jeweils viel mehr auf die Sachen konzentrieren können, die wir da machen. Also ich kann tatsächlich wie ein Schlagzeuger da spielen und improvisieren. Und wenn ich gleichzeitig dazu noch die Samples immer mitspielen würde, dann wäre es lange nicht so, also wäre es lange nicht so abwechslungsreich, wäre lange nicht so viel Energie dabei. Ich müsste mich auch viel mehr konzentrieren. Und ich glaube, umso mehr man sich auf eine Sache konzentrieren muss beim Musikmachen, desto weniger Energietransfer hast du live. Also umso mehr ist so ein, oh mein Gott, ich darf hier nicht verkacken, Moment wird. Also einerseits habt ihr den Beat schon gebaut, andererseits ist es aber Freestyle jedes Mal, oder was? Ja, ja. Die Beats können wir an sich auch eins zu eins so spielen, wie die, wenn sie auf Platte sind oder irgendwie released, nur wie die da sind. Mhm. Das passiert aber in der Regel halt nur ganz selten mal, so dass das, ne, weil das gar nicht unser Anspruch ist. Irgendwie, wir wollen ja, dass es jedes Mal auch ein bisschen anders ist, wenn man da hinkommt, dass man nicht jedes Mal das gleiche Erlebnis hat. Und wie der Vibe halt auch ist, zieht es dann länger und genau. Richtig, richtig. Kürzer. Ich spiele auch ganz andere Drums, wenn ich merke, dass die Stimmung gut ist und die Leute tanzen, spiele ich viel tanzbarere Drums. Als in einem Moment, wo ich merke, okay, das ist hier gerade sehr chillig und die Leute sind sehr zurückhaltend,
Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich könnte das gar nicht, dass ich jedes Mal live komplett das Gleiche mache, wie so ein Schlagzeuger, der dann vom Blatt quasi spielt. Und von daher ist es auch so ein bisschen Punkrock, meiner Meinung nach, dass man da nicht ganz so viel Perfektionismus live dabei haben muss, um halt quasi trotzdem eine geile Show zu haben und geile Musik zu machen. Also Leute, das ist Station Nummer 1. Hier ist tatsächlich das erste Haus, wo ich gelebt habe. Schleusen Nummer 5. Du hast natürlich jetzt so Sticks dabei. Ich denke direkt an so, ne, irgendwo raufhauen. So ein Geländer, das Geländer klingt wahrscheinlich spannend. Ist das Geländer früher auch schon da gewesen? Ey, daran erinnere ich mich jetzt auch wirklich nicht mehr. Also ich glaube so, ich war so von 0 bis, ich glaube, 4. 0 bis 4 war ich hier. Aber das macht doch bestimmt irgendwie so Hui. Klang, Alter. Das klingt schon mal eigentlich schön. Ist gleich das Haus zerstört. Krass. Okay, dann nehmen wir ein paar Sounds hier mit. Oh, das klingt geil. Mache ich hier noch ein bisschen Treppengeratsche. Foley Percussions. Mach du mal auch einen Ratscher. Deine Schuhe sind anders von unten. Wahrscheinlich schon, war das Profil? Ja, nice. Ja, du, ich mach auch noch einen. Geil. So, okay. So eine Türklinke kann man noch mitnehmen. Die Tür selber vielleicht auch. Mal klopfen. Im letzten Haus vor der Mauer, Schleusenufer 5. Und jetzt vielleicht, keine Ahnung, 100 Meter davon weg, wo wir gerade waren, ist halt der Fester Kreuzberg. Der alte war ja direkt am Kotti, aber der neue ist jetzt ja quasi schon in Treptow. Hier ist ja, hier siehst du es, das war die Mauer, im letzten Haus vor der Mauer, wo ich da rappe. Bei meiner Show im Fester Kreuzberg am 6.4., 36 Jahre PTK, werdet ihr einheizen. Normalerweise hat man halt einen Support-Act, der rappt, also hatte ich bisher immer oder mehrere, aber irgendwie jetzt, wo wir connected sind, fand ich das halt spannend. Ich habe mir auch schon live was von euch angeguckt und ihr habt jetzt ja auch schon teilweise so von Untergrund, Open-Mic-Sessions bis Mercedes-Benz-Arena alles durch. Das funktioniert tatsächlich in jedem Rahmen, so mehr oder weniger. Okay, dann geht's jetzt los. Wir erleben also jetzt hier Joe Beats und Sammy Samples, Saints Medicine. Jetzt vor kurzem mit der Mercedes-Benz Arena oder bei der Fingerdrumming-WM, also so in wirklich großen Locations mit viel Publikum, hat man dann gemerkt, okay, das funktioniert immer noch und immer noch sind die Leute relativ überrascht, was passiert da überhaupt? Und die Energie geht auch nicht verloren. Also auch bei einer großen Bühne oder bei einem großen Club hast du trotzdem den Moment, dass du merkst, dass die Leute sich denken, was passiert da? So, und es ist was anderes als ein DJ. Weil ihr gerade WM erwähnt habt, das lässt ja horchen, es gibt eine richtige Szene, da finden irgendwelche Sachen statt. Könnt ihr mal kurz flexen, wie habt ihr da abgeschnitten? Also wir sind auf jeden Fall ganz ungeplant in die Finalrunde gekommen. Das ist, okay, geil. Es ist eine ziemlich, ich würde sagen, elitäre Szene. Mhm. Also weil sie sehr klein ist und international aber. Und dann sitzt man auf einmal mit den ganzen Leuten in einem Raum, die man normalerweise nur vom Handybildschirm kennt. Mhm. Und denkt sich, ach du Scheiße, jetzt geht's hier in eine Competition mit denen. Und nimm mal Zahlen, wie viele Leute haben da so mitgemacht? Ich glaube, dieses Jahr haben 30 mitgemacht. Das ist aber läuft über eine Einladung. Also das wird vom Sample Music Festival ausgerichtet. Und gerade in dieser Fingerdrumming-Szene hast du dann einfach Leute, wo es dann wirklich so wie beim Schlagzeugspielen um so höher, schneller, weiter quasi geht. Also Leute, die, weißt du, die dann da versuchen, so viele Noten in so kurzer Zeit wie möglich zu spielen. Ja, wie der Double-Time-Rapper mit den 8-Silben-Reimen. Genau, genau, das Prinzip kennt man ja überall in der Musik. So. Und dann hatte ich die glückliche Situation, dass ich in der Vorrunde
gleich als Erster dran war oder als Zweiter. Achso, warte ganz, wartet da nicht als du? Nee, wir waren da nicht als du. Nee, genau, das ist kein, also da konnte man nur einzeln teilnehmen quasi. Hast du auch Vorbereitung haben wir zusammen gemacht? Nee, ich habe dann selber nicht teilgenommen. Okay. Dann hätte ich ja noch was Eigenes vorbereiten müssen. Ich hätte ja mit dem anderen Kampf. Also du hast ihm geholfen bei Vorbereitung mäßig und dann bist du da alleine angetreten? Genau, man musste da mit eigenen produzierten Tracks ankommen. Ah, okay. Das heißt, wir haben im Vorfeld die Tracks produziert. Ich habe nicht ganz so viel geübt, wie ich hätte gekonnt. Sagen die Streber immer und dann 1 plus, ja, ja. Ey, und dann habe ich mir wirklich gedacht, das ist ganz sicher hier da gewesen. Jetzt haben mich die Leute auch mal gesehen. Reicht. Und tschüss nach Hause, reicht auch wieder. Und dann habe ich irgendwie 2 Stunden später dann gehört, von wegen, hast du dir wohl zu viel Mühe gegeben, so nach dem Motto. Und war dann im Finale mit den ganzen Leuten, was dann wirklich so Tiere sind, also so studierte Jazzmusiker, so nach dem Motto, die... die dann aber Drum Bass spielen. Die dann Drum and Bass spielen, völlig abgehen und okay, wild. Eine Million Noten in einer Minute spielen. Und also da sehe ich mich nicht persönlich, aber habe dann auf einer Bühne mit den Leuten gestanden und jetzt habe ich auch irgendwie Bock, das nächstes Jahr nochmal oder dieses Jahr nochmal zu machen. Also dieses Jahr ist nochmal? Dieses Jahr ist nochmal und ich werde auf jeden Fall, dieses Jahr werde ich ein bisschen üben. Ich habe mir das schon vorgenommen. Aber bist du jetzt wieder eingeladen überhaupt? Noch nicht. Scheiße. Noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht jetzt dann auch okay ist, dass wir dann nochmal spielen. Ja, hier Fester Kreuzberg, hier steigt die Party des Jahres. Natürlich, jetzt als Kind habe ich da keinen Bezug zu gehabt, aber Holz für Drums, oder? Immer gut, immer gut. Ordentlicher Kick. Ja. Warte, nehmen wir gleich mal mit. Gleich erstmal Hausverbot kriegen. Ja, reicht, oder? Ordentlich den Festzeit verprügelt. Okay, geil. Ja. Wie seid ihr darauf gekommen? Auf Fingerdrumming? Wo habt ihr das kennengelernt? Und vor allem, wieso seid ihr da so drin aufgegangen und eben nicht in diesem klassischen, ich baue Beats für einen Rapper oder ich mache Beatpacks und schicke die rum random und irgendeiner pickt die? So, was ist da so euer Hintergrund? Dazu ist vielleicht dann erstmal wichtig, dass wir eigentlich ja ursprünglich musikalisch gar nicht so aus diesem Hip-Hop-Produzenten-Kontext kommen. Mhm. Wir haben mal ganz anfänglich als Metal-Band im Schulkeller angefangen. Geil. Okay. Vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren. Hier sieht man es auch an auf jeden Fall. Den hast du schon aufgehört, ja. Wahrscheinlich. Und dann waren wir zu der Zeit tatsächlich ein reiner Live-Act. Wir sind 10 Jahre haben super viel getourt, super viel live gespielt, haben es aber tatsächlich als Band damals nie geschafft, irgendwas live richtig zu produzieren. Und als wir dann nach Berlin gezogen sind, vor 12, 13 Jahren, war dann so der Punkt, dass man gemerkt hat, okay, wäre ja eigentlich auch ganz schön, wenn man Musik auch veröffentlichen würde. Und von dem Zeitpunkt bis hin zu dem Zeitpunkt jetzt, wo wir tatsächlich Musik veröffentlichen und viel live spielen, war es dann ein relativ langer Weg, weil man das ja natürlich auch erstmal lernen muss mit dem Fingerdrumming. Und wir haben dann sehr, sehr viele Jahre auf super vielen Jam-Sessions und generell so Stationen genommen, wo der Weg dann eigentlich relativ klar war, dass es irgendwie dieses Oldschool-Boom-Bap-Ding ist, wo dann einfach klar ist, dass die Drums ordentlich knistern und alles sehr 90 BPM bratzt sozusagen. Vielleicht auch wegen dem Metal-Ding, weil wir ja auch schon aus dieser quasi... Der Metal ist sehr analog. Genau, und auch sehr schiebt sehr und hat sehr so ein Mid-Tempo sozusagen und so ein, wir würden immer sagen, so ein dicker Eier-Feeling sozusagen, was du bei einem ordentlichen Boom-Bap-Beat auf jeden Fall ganz genauso hast wie bei einem New-Metal-Beat. Also, satter Sound so. Richtig, ne? Ganz genau. Wir waren vorher eigentlich quasi eine New-Metal-Band und sind dann von New-Metal zu Oldschool-Hip-Hop rübergegangen, was quasi eine relativ verwandte Sache quasi war, ja. Klingt erstmal nicht so, aber auch ich habe tatsächlich, das höre ich sehr oft, dass Leute auf Konzerten sagen, dass sie eigentlich gar kein Rap hören, sondern nur Metal, aber dann bei mir landen aufgrund der Texte oder sowas. Mhm. Und das finde ich immer sehr spannend, weil das schon, also ich habe gefühlt, bis ich 20 war, nur Rap gehört und fand alles andere so aus Prinzip kacke oder uninteressant. Das ist heute ganz anders. Ich höre eigentlich wirklich heftig viel verschiedene Musik, auch übelst random, denkt man gar nicht. Aber früher war das immer so, es gibt nur Rap und nichts anderes. Und so habe ich auch jemanden, wenn ich jemanden kannte, der Metal gehört hat, auch empfunden, dass die auf jeden Fall nichts mit Rap zu tun
haben. Aber mittlerweile gibt es da anscheinend auch über Thematiken oder sonst was Berührungspunkte. Finde ich geil. Also ich finde diese Symbiose halt auch sehr, also ich freue mich jedes Mal richtig als so als Produzent quasi, wenn halt jemand auf unsere Sachen irgendwie rappt. So, weil das ist, der bringt ihm ja eine Ebene sozusagen, die ich mir selber gar nicht so hätte ausdenken können. Mhm. Das ist sehr geil. Und macht es auch teilweise leichter, tatsächlich, weil du am Ende einen anderen Beat produzierst, wenn da noch eine Stimme dazu oben raufkommt, als wenn du einen Instrumental-Beat, einen reinen Instrumental-Beat produzierst. Weil, ich sag mal, unser Hauptanspruch eigentlich, wenn wir Beats machen, ist, dass das Musik ist, die du dir anhören kannst. Und das hat dann auch gar nicht so viel mit Hip-Hop oder sowas zu tun, sondern dass du auch, weiß ich nicht, aufräumen kannst oder im Büro sitzt oder so und dir das dabei anhören kannst. Und in dem Moment, in dem wir angefangen haben, mit Rappern zusammenzuarbeiten, haben wir nochmal gemerkt, wie viel einfacher das die Sache eigentlich macht, dass das Ganze sich wirklich nach Hip-Hop anfühlt und nach vorne geht und was da noch für eine Ebene oben rauf kommt. Meine Mutter ist immer hier einkaufen gegangen und hat mich vorne an der Kasse gelassen, weil da immer so türkische Omas mit mir gezockt haben. Hier habe ich auf jeden Fall als Kind gezockt, Alter. Hier haben wir auch das Cover von Typisch Deutsch, von meinem ersten Album, haben wir auch hier drin gemacht. Könnten wir einblenden an der Stelle, nochmal wieder. Aber ich sehe schon, hier gibt es irgendwelche neuen Regeln. So, das war auf jeden Fall früher nicht so. Hier war ich so bis 6, 7, dann sind wir von 36 nach 61 gezogen. Aber so lang war das hier meine Kindheitshut sozusagen. Der Kirch ist auf jeden Fall auch raptechnisch, glaube ich, sehr bekannt. Hier in der Straße, Royal Bunker, Beatles. Ja, geil. Nice. Wow, Mann. Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. So, das ist tatsächlich meine allererste Grundschule gewesen, Kurt-Held-Grundschule. Das habe ich auch schon oft erzählt. Die wurde irgendwann zugemacht. Das ist mittlerweile, ich glaube, so eine private Modeschule oder so ein Scheiß. Guck mal, ist sogar eine Melodie drin. Hier haben wir im Hinterhof gewohnt. Komm, wir fragen dich schnell. Komm, warte. Ja. Entschuldigung. Was spielst du? Posaune. Ja. Hast du Bock, einen Ton für uns zu spielen? Wir machen gerade so ein Projekt. Wir nehmen hier überall Sounds aus und machen Beat raus. Ja, gerne. Bist du dabei? Ja, ja. Okay, geil. Ich habe ihn gerade einfach angesprochen. Er spielt Posaune, er läuft hier rum. Hier laufen viele Leute mit Instrumenten rum. Und so haben wir jetzt auch nochmal einen Sound am Start. Wie heißt du, Digga? Ich bin Colin. Colin, Taschen. Freut mich, Taschen. PTK und das ist Saints Medicine, die bauen den Beat. Hi, hi. Hey, freut mich. Klappt das? Jo. Ja. Super. Stark. Eure Releases, wie sehen die dann aus? Na, im Grunde ging es auch genau damit los, dass wir angefangen haben, genau immer aus einer Ecke Samples zu diggen. Was heißt aus einer Ecke? In dem Fall zum Beispiel, ganz lustige Geschichte, Corona ging los und ich habe zum ersten Mal seit ganz vielen Jahren mal wieder ein Computerspiel gestartet und das war Red Dead Redemption, und, also Teil 2. Mhm. Und da war so ein unglaublich geiler Western-Soundtrack. Und ja, ich habe zu dem Zeitpunkt haben wir nur lose immer mal wieder ein Beat produziert. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese ganzen Western-Soundtracks, dass die eigentlich alle so sind, dass man sagt, okay, eigentlich nur noch Drums runter. Und es ist ein fertiger, unglaublich geiler Hip-Hop-Beat. Und ich glaube, wir hatten innerhalb von 2-3 Monaten, hatten wir auf einmal 15 Tracks zusammen, die alle so Skizzen in die Richtung Western, Italo-Western, Boom-Bap waren. Ist das veröffentlicht? Und ja, das ist veröffentlicht, genau. Das ist das erste Album. Ja, das haben wir dann, For Fists heißt es, eine Anlehnung an den real existierenden Western. Und tatsächlich haben wir dann da ein Jahr lang dran gearbeitet. Und haben festgestellt, dass so diese Idee, ich weiß nicht, so Onra macht es auch so, dass man
innerhalb von einem Genre eigentlich dickt und dann so Konzeptalben rausbringt. Ein rundes genau, so ein rundes Release schafft. Das hat meiner Meinung nach einen ganz großen Wert, wenn man instrumental die Sachen rausbringt. Weil dann hört sich das eigentlich wie eine Geschichte von vorne nach hinten an. Und das hat sich dann so ein bisschen durch das ganze Live-Spielen und Corona war vorbei, hat sich das so ein bisschen verloren. Also es liegen jetzt mehrere Konzeptalben quasi rum, zu unterschiedlichen anderen Themen. Ein geil. Album mit komplett asiatischen Samples. Mhm. So. Und tatsächlich ist dann aber irgendwann der Zeitpunkt, wenn man dann viel anfängt mit Rappern zu arbeiten, viel live spielt, geht dieses, okay, man arbeitet jetzt ein Jahr an einem 15-Track-Album, geht dann so ein bisschen verloren. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch gar nicht mehr so die Zeit, in der das eigentlich so sinnvoll ist, ein ganzes Jahr an einem 15-Track-Album zu arbeiten. Gut, also was heißt sinnvoll? Lange an was zu arbeiten ist, glaube ich, im Turbokapitalismus generell nicht sinnvoll, außer du machst danach die Todesmille. Ja. Aber ich würde sagen, die Zeit ist nicht vorbei. Ich glaube, das hat man jetzt lange gehabt, ey, weil Spotify will kurze Lieder, weil dann hast du mehr Streams. Oder nicht Spotify will das, sondern es, die Industrie funktioniert so. Aber wenn du was mit Substanz hinterlässt, das wird zeitlos hinten raus. Deswegen würde ich sagen, das kann schon geil sein. Das kann einen auch abgrenzen von anderem Stuff. Ich meine, das macht der Style sowieso. Und ein Konzept für mich selber zum Beispiel, ich brauche immer einen roten Faden für jedes Release. Ich brauche immer einen Aufhänger. Und auch heute haben wir ein Konzept gehabt. Also ich würde jetzt im ersten Schritt erstmal so eine Art Dummy-Beat, dass wir irgendwas haben, worüber wir die Samples einspielen können, dass wir sowas schon mal haben. Attacke. Jetzt hast du also quasi ein paar Takte durchgerockt. Genau, vier Bars. Vier Bars als Loop. Viervierteltakt. Genau. Dann im nächsten Schritt. Wollen wir jetzt mal das Sample schick machen, was wir vorhin ja eigentlich uns auserkoren haben? Richtig, genau. Mhm. Das haben wir schon mal, wie in so einer Kochshow, schon mal in den Drum-Sampler vorbereitet. Ja, und getimestretched und gepitcht. Das heißt, wir haben richtige Tonart auf dem richtigen Tempo und können jetzt crazy Sachen machen. Ja, das ist geil. Also bei mir rattert es gerade schon. Irgendwie Rückblick, aber auch so, ja, auch so ein bisschen so, es war cool bis jetzt. Oder irgendwie so, weißt du, vom Vibe her, es ist so ein schöner, ich finde es ein schönes Ende. Ist es untypisch für euch, dass ihr so rausgeht und Sounds holt? Weil wir haben jetzt ja über zwei Sachen geredet. Einmal Beats produzieren und einmal live Fingerdrumming. Aber heute haben wir ja quasi mit dem Wissen, dass wir eine bestimmte Art von Track machen wollen, Sounds, die zu mir passen, irgendwie eingefangen. Macht ihr das oft? So machen wir das eigentlich nicht. Wir sammeln Sounds, wenn wir an bestimmten Orten sind, wo wir sagen, das ist ein epischer Ort, der bedeutet uns jetzt auch was. Wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, bei einer Mercedes-Benz Arena in der Kabine sind, dann recorden wir da einmal die ganze Kabine durch. Wenn wir irgendwo geil auf Tour sind, dann samplen wir da alles ab, weil das dann einfach für uns die Sounds sind, die wir sammeln. Mhm. Aber wir sammeln die dann quasi eher auf Halde und benutzen sie dann in unseren Produktionen. Und dass wir tatsächlich für einen bestimmten Song losgehen und extra dafür Sounds sammeln, das ist was, das machen wir normalerweise nicht so. Also auch eine kleine Premiere. Das ist eine kleine Premiere für uns, genau. Dieses Field Recording, das machen wir regelmäßig, aber dann einfach, um zu sagen, jeder Producer meiner Meinung nach sollte sich seinen Stock an eigenen Sounds anlegen. Was macht ihr dann noch so? Geht ihr da noch richtig rein und designt die Sounds noch irgendwie? Ja. Also am Ende, ich glaube, am Ende hörst du selten, dass es genau das war, was es mal war. So, und das wird genauso behandelt wie ein Sample, was wir von Platte cutten. Da wird dann das Ganze, die Klangfarbe verändert, der Pitch verändert, Equalizer, Attack verändert, sodass am Ende im Endeffekt ein Stampfen auf dem Boden ist eine super fette 808 am Ende. Oder du hast einen Atzen mit Posaune auf der Straße. Hast einen Atzen mit Posaune auf der Straße, genau, richtig. So, schmeißen einfach rein. Die Stelle ist es. Die ist krass. Das ist mir zu viel Rumgeeier, aber hier diese Stelle, die da gerade war, die ist geil. Also. Meinst du es so? Zum Beispiel, das finde ich geil. Das hat mir auch mies Spaß gemacht, weil ich glaube, das macht es dann auch so persönlicher. Ich meine, niemand da draußen weiß es jetzt, wenn er nicht diese Folge guckt, aber wir haben das teilweise selber
gejagt. Das finde ich ist schon ganz geil, Alter. Das ist wie so ein Foto von einem Geräusch so mäßig, was jetzt da in dem Beat drin ist. Eine Erinnerung auch mäßig, das ist cool. Und ja, Mann, erst recht dadurch, dass wir dieses Konzert vor Augen haben, was für mich sehr besonders ist und dieses Revue-Passieren-Feeling auch schon in dem Grundsample drin ist. Ich glaube, das ist schon wie so eine geile Erinnerung, der ganze Track am Ende. Geil, dass ihr im Start wart und ich drücke die Daumen für die nächste WM. Das ist geil. Okay, Leute, ich schreibe auf jeden Fall darauf einen Text und wahrscheinlich, wenn diese Folge hier draußen ist, kurz davor, kurz danach, werdet ihr den Track dazu hören. Ich habe schon ein bisschen was im Kopf. Geiler Beat, Jungs. Das wird fett. Geil, geil. Damit haben wir es hier doch. Ist geil.